Hermann Göring. Hitlers wichtigster Komplize hatte eine unbekannte Leidenschaft. Filme aus seinem Privatbesitz, die seit Jahrzehnten als verschollen galten, offenbaren erstmals, wie er sich selbst sah. Im eigenen Kino genießt Hermann Göring Höhepunkte seiner Selbstinszenierung. Die Privatfilme geben einen Einblick in die Welt von Hitlers mächtigstem Helfer. Er hinterließ kein Tagebuch, kaum persönliche Dokumente. Was ihn bewegte und antrieb, bleibt oft im Dunkel. Diese Aufnahmen helfen, den wohl schillerndsten Charakter des Nationalsozialismus zu ergründen. Wenigstens 12 Jahre anständig gelebt, wird er am Ende sagen. Ein Mann, der alles im Überfluss wollte. Macht, Reichtum, Popularität. Dafür war er bereit, alles zu tun. Eine Karriere mit verblüffenden Wendungen. Reichsmarschall Hermann Göring war der zweite Mann in Hitlers Deutschland.